Wenn Gott die Liebe ist, warum gibt es die Hölle? Wenn wir die Hölle als die Ferne von Gott definieren und annehmen, dass der Herr uns Menschen einen freien Willen gegeben hat, muss er uns zwangsläufig auch die Möglichkeit gegeben haben, uns von ihm zu entfernen. Sprich, wenn wir freiwillig die Ferne von Gott suchen, landen wir in der Hölle. Aber genauso wenig, wie wir was über das Himmelreich wissen, wissen wir auch was über die Hölle. Hölle kann so vieles sein. Jede Gottferne und alles, was von Gott trennt. Und nicht so drastisch, wie man vielleicht Hölle vor Augen hat mit Feuer, Tod, Verzweiflung. Wenn wir im Gottesdienst sitzen und uns richtig mit Gott verbinden und spüren, dass wir mit unserem himmlischen Vater sprechen, dass wir dann eine Art Himmelreich verspüren können. Ich glaube, dass die Hölle weniger ein Ort ist, sondern eher ein Zustand. Und zwar ein Zustand, in dem Gott gänzlich fehlt. Das heißt auch, dass alles, was uns so menschlich macht, fehlt. Die Zuneigung zueinander, die Liebe, die Freude, die Güte und Barmherzigkeit, das Miteinander, das Mitgefühl, all diese Dinge fehlen da. Und was übrig bleibt, Gefühle, die ganzen schlechten Sachen, die wir Menschen auch so kennen. Der Hass, die Angst, die Sorge, die Einsamkeit und die Aussichtslosigkeit, das bleibt dann übrig und das beschreibt für mich die Hölle. Für mich gibt es zwei Arten der Hölle. Zum einen ist es der Bereich, der übrig bleibt nach der Heimholung der Braut, in der eben die ganzen Seelen übrig bleiben, die nach der großen Trübsal und dem tausendjährigen Friedensreich, nach den vielen, vielen Chancen und Möglichkeiten, die Gott jedem Menschen gegeben hat, zu ihm zu finden, quasi übrig bleiben. Die andere Hölle ist für mich die persönliche Hölle, die jeder Mensch durchleiden muss. Wenn ich so in meinen eigenen Alltag reinschaue, dann erkenne ich, dass vieles Schlechte, was um mich herum passiert, auch durch mich selber verschuldet ist. Denn Gott hat mir oder uns die Freiheit gegeben, eigenständig zu denken und zu handeln. Und vieles sind einfach auch die Konsequenzen aus unserem unüberlegten Handeln. Das Problem am freien Willen ist, dass ich damit nicht nur mir selber, sondern auch anderen Menschen schaden kann. Und somit gibt es das Böse in der Welt, obwohl Gott eigentlich Liebe ist. Und die persönliche Hölle wird genau aus diesem Luxus, den wir haben, dieser Liebesentscheidung Gottes quasi kreiert. Allerdings gibt es auch Dinge, auf die wir einfach keinen Einfluss haben. Schlechte Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Schlimme Dinge passieren. Aber wenn alles schön wäre, wenn alles positiv wäre, wenn es gar nichts Schlechtes gäbe, wie würden wir dann gute Dinge erkennen? Wie würden wir dann dankbar sein? Ich glaube, dass die Liebe für uns Menschen einen Gegenpol braucht, damit wir selber glücklich sind, damit wir Dinge schätzen lernen und aus negativen Dingen vielleicht auch positive Dinge ziehen können. Ich glaube, das macht glücklich. Und wenn wir glücklich sind, dann hat die Liebe doch gewonnen. Dum, da, dum, 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 dum.